Wo war das hier eigentlich? Ah, das ist das ja. Fuck. Nein! Psst. So. Ab nach oben. Ziemlich unbehaglich. Muss man mal so sagen. Neues Ziel zur Holokarte hinzu. Okay. Scheint so, als ob wir gegen sie kämpfen müssen. Dann irgendwann schon. Ich kann sie problemlos erledigen. Ich habe ihn nur wütend gemacht. Brüder der Nachtrunen. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Wahrscheinlich. Bruder der Nacht malen mittels Hydratis-Säureglyphen. Die Säure verätzt allerdings nicht nur die Oberfläche, sondern hinterlässt selbst auf dem härtesten Gestein permanente Spuren. Jedes Symbol muss überaus vorsichtig gezeichnet werden, um präzise zu sein und den Zeichner selbst nicht zu verletzen. Meisterkalligraphen sind selten und ob ihrer Talente extrem geachtet. Okay. Das heißt wahrscheinlich wegen ihrer Talente. Hey Jungs! Brüder, hierher! Brüder, helft mir! Wir können gewinnen, Brüder! Ich kriege dich! Ja! Ja. Versuch's mal, Jedi! Du hast keine wahre Stärke. Was? Ich hab... Ich werde dir das Leben nehmen. Ich kriege dich! Boah. Er zittert vor Angst. Hilf mir, BD! So. Ah, verdammt, jetzt hab ich außer Acht. Na komm. Wir müssen ihn aufhalten. Jetzt. Hab ich ihn? Ja. Hey. Scheine nicht so. Du hast keine wahre Stärke. Verhindert, dass er sich bewegt! Alle werden fallen, genau wie dieser Fremde. Jetzt hat er mich. Shitkack. Ich denke, das wird wieder so eine Stelle sein, die ziemlich lange geht, weil drei auf einmal. Uff. Dann werde ich wahrscheinlich wohl mit dem einzelnen Lichtschwert kämpfen, wieder. Weil Doppellichtschwert ist anscheinend mehr für die Untoten so am besten. Aber das sind mehr solche Elite-Wachen. Unsere Brüder keine Chance. Er hat gegen mich allein schon keine Chance. Hey. Sieh mal dort. In Ordnung. Verhindert, dass er sich bewegt. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Dranbleiben! So, mal schnell die Ausdauer. Wo bleibt dein Können? Ja.
Fokus auf ihre... Du kannst nicht gewinnen, Fremder! Es ist nichts! Du hast keine wahre Stärke! Sehr schön. Verliert sie nicht aus den Augen! Nein, nein, ich bleib hier. Keine Sorge. Ah, verdammt! Das war die falsche, Taste. Er versorgt seine Wunden! Haltet ihn auf! Schön, dass ihr das sehen könnt. Er zittert vor Angst. Na komm. Macht euren super Angriff. Wir können gewinnen, Brüder! Könnt ihr? Was? Deine Niederlage ist sicher. Ich werde dir das Leben nehmen. Angriff! Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Mhm. Jetzt muss ich mal meine Ausdauer aufladen. So. Sind alle Jedi so schwach? Eine war One, soweit ich noch weiß. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Wir werden dich zur Strecke bringen. Er zittert vor Angst. Komm runter, Fremder. Wo bleibt dein Können? Komm. Brüder, Attacke! Oh. Ich kack's gerade. Dein Tod ist sicher. Auf aller Ebene. Komm, mach nochmal deinen Spezialangriff. Ich werde dich treffen. Bitte, bitte, bitte. Was für ein WTF! Der Präzisionsausweicher sollte auch präzise sein. Verdammt nochmal. So, und jetzt sterbe ich an so einem Laserpfeil. Oder so. Mädchen. Nein! Nein! Verdammt! Okay. Jetzt wissen wir es wenigstens besser. Gut, ich kann die aber leider nicht den Hang da runter schubsen. Wäre mal schön zu sehen. Or as. Ich meine. If. Ob ich bereit bin. Ein Gegner! Oh ja! Hat gut funktioniert. Ich kann dich besiegen! Hast du? Sag mal. Ich kriege dich! Okay. Gib dir mehr Mühe, Schwächling! Okay. What? Das hat gereicht? Präzisen Ausweicher. Sehr schön. Okay. Ich wusste, man kann die da runterschmeißen. So, jetzt. Dann. Ekelhafte Monster. So, ich wusste doch, dass ihr hier seid. Verdammt. So, das Echo wahrnehmen. Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Was? Nochmal. Die Brüder der Nacht verfolgten jemanden durch den Sumpf, jemand, den sie fürchteten. Werde durchkommen! Na? Lol.
Wär schon. Ja. Gruselig. Oh, verdammt. Ich. Die stecken mit den Viechern unter einer Decke. Ekelhaft. Was? Hallo, ich bin noch hier. LOL! Oh mein Gott! Na komm, schieß! Schieß! Los! Schieß mich ab! Ja! Du bist, glaube ich, zu weit weg, oder? Ja, zu weit weg. Sehr schön! Hätten wir das auch. Was zu scannen? Dann scan mal. Zeig ich mal. Domestizierung von Spinnen. Die Brüder der Nacht versuchen erst seit kurzem die Fluchrückenspinne zu domestizieren. Ohne die magischen Gegengifte der Schwestern der Nacht erweist sich das Unterfangen mitunter als tödlich. Wenn allerdings eine Jungspinne gefangen wird, an der Seite eines Bruders der Nacht aufwächst, wird sie dessen lebenslange Gefährtin. Zeig mal. Irgendwie cute und ekelhaft zugleich, muss man mal so sagen. Jetzt mal nur Joke. Hallo? Ah, Sepp. Und. Nein! Okay. Unlucky. Nochmal. Komm. Sehr schön. Mal zu meditieren. Das heißt, es geht gleich wieder weiter mit dem Kampf oder so ähnlich. I don't know. Feinde sind respawned. Feinde sind respawned. Komm. Feinde sind respawned. Los. Gib mir eins über den Schädel. Schieß mich ab. Schieß mich ab. Schieß mich ab. Schieß mich ab. Okay. Schieß mich nicht mehr ab. Gut. Hätten wir das auch geklärt. Ich meine, ich könnte. Zu ihm rüber. Ich muss zu ihm rüber, oder? Ich muss zu ihm rüber. Hey! Gut, hat sich auch erledigt. Wow, Alter. Komische Sterbe. Nö. Die hat Angst vor mir, hab ich das Gefühl. Denn wenn sie keine hätte. Oh nein, das heißt. Boss. Oh. Du. Wow. What the fuck, Alter? Hilfst du mir mal, bitte? Mist! Achso, der macht noch einen letzten Schlag. Das ist ein komisches Vieh. Scan mal. Jetzt weiß ich wenigstens, wie man gegen die kämpft. Niederer Nydag setzt auf eine starke Verteidigung. Um die aggressiven und unerbittlichen Angriffe der Kreatur abzuwehren, kann mit wiederholten Paraden aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Ich höre dich, BD. Okay. Zeig mal. Gut zu wissen. Wollen wir überhaupt da lang? Nein, wollen wir nicht. Hey, BD! Ja. Können wir hier hoch? Warum kann ich nicht. Wir müssen doch hier lang, oder? Aha. Okay. Ah, nee.
er schon. So. Warte mal, BT. So, was gibt's da so scannen? Lass mal sehen. Der Bau des Nydag. Der niedere Nydag ist bei den Brüdern der Nacht gefürchtet, obwohl einige Legenden besagen, die Schwestern der Nacht würden ihn als Vertrauten halten. Nydags sind Einzelgänger, die nach ihrer Geschlechtsreife nur selten in Rudeln anzutreffen sind. Ihr einziger natürlicher Feind ist der riesige Gorgora. Ich will echt nicht wissen, wie der riesige Gorgora aussieht. Muss ich jetzt mal so legit sagen. So, und ich bin gleich hier. Noch ist es hier rein. Noch ist die Luft rein. Ja, aber nicht wissen, wann wir auf die nächsten Feinde treffen. Und doch, wir sind ordentlich an. Kündigung. Warum eigentlich so dünne Gänge? Huch, was soll denn? Hier müssen die Nachtbrüder leben. Anscheinend. Dadurch? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Jemand anderes da? Anscheinend nicht. Ich habe echt darauf gehofft, dass ich das machen kann. Ich hatte echt keine Lust, wieder zum Kampf zu werden. Hey, Bu. Okay. Muss ich runter? Was? Ich muss hier runter. Anziehen. Oh, hi! Oh, what the fuck? Hi! Ein Weg am Tor? Scheint nicht so zu laufen. Na da. Uiuiuiui. Wo zur Hölle gehen wir hier lang, Digga? Das ist fucking Datomir. Heieiei. Und ihr. Brauche Unterstützung. Ich nicht mit sowas nie. Wir auch hier irgendwo hoch. Ah ja, hier. Hi. Lass mich in Ruhe. Wenn ich hier oben bin, bin ich ewig. Was zu meditieren? Meditation. Menno, Menno. So, wieder verlassen. Okay. Wo sind wir denn hier gelandet? Ganz schön weit unten, würde ich mal behaupten. Können wir? Nee, nur mit Ausrüstung, alle Sachen. Aber hier. Hier lang soll es gehen. Noch so ein Vieh. Okay. Hi. Das ist noch so ein Ding. Goll. Fuck. Okay.
du mir ins Stimm zu werfen. Gute Leistung. So, Echo. Das war mal eine Arena. Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Das war mal eine Arena hier? In dieser Arena haben die Brüder der Nacht gekämpft, um ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Ein Sieg bedeutete Ehre, Respekt und Macht über die Schwachen. Okay. Gut zu wissen, dass ich keine Ahnung habe, wo wir lang müssen. Des Dementes. Du musst es einfach wissen, stimmt's? Was ist das, BD? Neues Poncho-Material. Sammeln. Lassen wir uns gleich mal anschauen. Hier ist freies Kashyyyk. Das ist Savanne. Ah, nee. Mir gefällt das hier ganz gut. Machen wir Echo. So, Schiff ist abgestürzt. Schiff. Es war für irgendwas auf der Flucht. Hier im Sumpf ist ein Schiff abgestürzt. Der Pilot war für irgendwas. War kein guter Ort, um sich zu verstecken. Tja. Vielleicht unser Reisender. Wissen wir eigentlich, wo wir hin müssen? Wo ist denn das Hauptziel? Hinter uns. Also eigentlich hier in der Nähe. Das ist der Nydak, der sich mit den toten Schwestern da prügelt. Ich würde mal gerne wissen, wer sterben würde. Der Nydak oder die Schwestern? Weil eigentlich macht der Nydak ja ziemlich krasse Kombos mit sehr viel Schaden. Aber das sind ja viele. Die machen sehr viel geringen Schaden. Ah, okay, der Nydak also. Nur denn damit haben wir uns einiges gespart. An Kraft und